ja, wie soll ich denn, naja, sein Horror nicht verloren, aber seine, dieser Horror, der aus der Unbekannten, aus dem Neusein oder aus dem. What the fuck? Aus dem Unbekanntsein kommt. What? Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Stalker Anomaly. Wir sind hier in Army Warehouses. Guten Tag. Anything to sell? Oh ja, irgendwas, was... Nee, irgendwas... Nee, gut. Möchtest du irgendwas für dich... Nein, dann geh weg. Ja, wir sind hier in Army Warehouses, wollen vom Prinzip mal gucken, ob wir unsere Rüstung verbessern können. Nur ich dachte mir, ich habe mir das Ding mal genauer angeguckt, das ist gar nicht schlecht, wenn es neu ist. Also da müssen wir schon eine Weile, also das ist zwar für, also für einen Medium Armor. Für einen Medium Armor ist das gar nicht schlecht, wollte ich sagen. Okay, das hier ist Mutanten-Overkill, wa? Okay, also, für einen Medium-Armor ist das Ding wirklich nicht schlecht. Es hat drei Slots und ich habe mir mal angeguckt, die wir bisher eingesammelt haben, die sind nicht so groß an Artefakt-Slots. Und, es gibt auch eine ganze Menge mehr Tragekapazität. Also, der ist gar nicht schlecht, der Anzug, den wir haben. Ich dachte mir, wir retten erstmal den. Und wir werden ja sicherlich irgendwann sowieso aufrüsten. Ich hätte auch gerne so einen Overcoat. Ja, ja, ist ja gut. Aber ich meine, wir müssen eine Menge investieren in diese. Und ich meine, warum es zweimal investieren? Weil ein auf dem Level mit dem sind wir auch. Oder ist das der Heavy? Ne, das ist sogar Light Armor. Also das ist der Heavy Armor. Wir sind ungefähr auf dem Level mit dem. Die beiden sind natürlich special, weil sie einen integrierten Helm haben, was allerdings auch nicht super so toll ist, weil wir haben schon den drittbesten Helm, oder viertbesten. Also wir haben schon einen relativ guten Helm. Deswegen würde ich eher sagen, versuchen wir das zu retten. Dazu müssen wir, bin mir ziemlich sicher, können wir das noch retten mit einem Kit? Mit einem Repair-Kit? Oder brauchen wir das schon... Not under 50%. Okay, das hätten wir retten können vor einer Weile. Gut, dann müssen wir es über die Einzelteile machen. Wir müssen also... Okay, die Cloth können wir austauschen. Das sollte kein Problem sein. Da haben wir eine Menge von. Da haben wir wahrscheinlich sogar was völlig fast Perfektes. Gut. Und was können wir noch austauschen? Was schlecht ist? Die Plate. Das können wir austauschen. Das müsste uns über 50% bringen. Und dann können wir... Dann bauen wir ein Medium Armor Dings. Dafür brauchen wir... ein bisschen Kram. Dann retten wir das Ding. Das können wir brauchen. Das ist, glaube ich, der falsche. Wir brauchen, glaube ich, den anderen. Okay, Hip, warte mal kurz. Ich muss hier mal... Der Papa muss mal kurz ein bisschen basteln gehen. Zu seinem Bastelfreund hier. Hallo, Mitbastler. Obwohl, ich habe dich nie basteln sehen. Ich weiß gar nicht, ob du wirklich ein Mitbastler bist. Vielleicht verkaufst du nur Bastelutensilien an dich. Das hier brauchen wir. Ach, da kaufen wir gleich. Ja, komm mal, drei. So, dann brauche ich deinen Vize. Bitte mach ihn an. So, jetzt ist er an. Vorher kann ich ihn ja nicht benutzen, weil der Schalter kaputt ist. Ich habe übrigens einen Rucksack gebaut und hier hingetan, damit wir hier einen Stash haben. Wir hatten genug Cloth über für einen Basic-Rucksack. So, jetzt wollen wir bauen ein Medium
Medium Armor Kit. Basic Sewing Kit fehlen uns. Okay, was brauchen wir für das Basic Sewing Kit? Cleverer Spieler hätte gleich, während er hier im Bild war, das hier nachgeguckt. Aber cleverer Spieler bin ich nicht. Wir brauchen ein Schwissknife und Mischbeck. Okay, Schwischknife hast du doch sicher auch. Da brauchen wir auch immer wieder welche. Hast du keine mehr? Die habe ich nämlich schon alle abgekauft. Habe ich die hier drin? Hier habe ich gar nichts drin. Habe ich die hier drin? Ja. Heavy und Milchspeck. Wie viel brauchten wir? Habe ich vergessen. Aber nehmen wir ein paar mit, und zwar die schlechten hier. Ich glaube, es waren drei. So, also dann machen wir jetzt ein Basic Sewing Kit. Dann machen wir jetzt ein Medium Armor. Fuck you. Okay. Fehlt uns noch ein so ein Gluding. Okay, dann verschieben wir das auf ein bisschen später. Ah, goddammit. Weil du hast natürlich jetzt keinen mehr. Die habe ich die alle weggekauft. Ja, eine Ladung brauchen wir noch. Oder? Ja, ist wieder. Na gut, kann man nichts machen. Dann laufen wir noch ein bisschen rum und vielleicht verlaufen wir uns ja nach Rostock. Da können wir dann den verdammten Kram. Hip, kommen Sie mit. Ja, dann sollte ich vielleicht die Rüstung. Sollte ich die ausziehen? Nee, jetzt. Mal gucken, vielleicht können wir sie halbwegs auf dem Stand lassen. Wir gehen jetzt grob in die. Also, wir machen jetzt ein bisschen einmal Sweep der Lokalität hier. Was wir ja sowieso vorhatten. Ich will es halt nicht so intensiv machen, wie ich dachte. Bis wir wirklich hier immer wieder alles killen, bis wir einen Anzug gefunden haben. Das kann ich irgendwann mal offscreen machen. Das ist ja nicht so spannend, wenn ich hier 10-mal durch das gleiche Level laufe. Das ist also das Grinden, müssen wir uns ja nicht immer angucken. Aber... Oh, hallo. Ein bisschen können wir das ja tun. Mal kurz zu den Murkys gucken, ob die neue eingestellt haben, nachdem wir sie da alle so freigesetzt haben. Was ist da los? Okay, alles Friendlies. Und dann latschen wir mal auf unserem Wege irgendwie zur Bar, kaufen bei dem Duty Technician noch ein bisschen Kleber, weil dazu muss man einen Technician aufsuchen. Ich weiß, das ist Spezialkleber. Den hat sonst keiner. Und dann kaufen wir das. Und dann machen wir unseren Anzug heile. Und dann gucken wir uns um Darkscape um. Da haben wir ja auch die Sache mit dem... Das finde ich gut. Du siehst einen von Freedom Approachen. Wir brauchen besseres PDA. Ich sehe die Duties und Freedoms nicht auf der Karte. Das will ich sehen, wo die sich treffen potenziell. Aber erstmal brauchen wir einen besseren Detektor. Und dazu brauchen wir mehr Elektronikteile. Und dafür brauchen wir mehr Elektronikschrott. Da ist niemand. Ich nehme an, die sind noch nicht respawned. Doch, sind sie. Oh, fuck. Das waren zwei. Ach, Blut, ich habe keine Bandages mehr. Oh, ich bin ja richtig gut vorbereitet. Na gut. Dann bluten wir jetzt eine Weile.
Wo habe ich... Ich habe tatsächlich alle meine Bandages aus dem Inventory rausgenommen. Das war so schlau. Okay. Und Hip hat keine Lust. Hä? Hip? Willst du mitmachen? Meine, die schießen auf deinen Freund, Bruder und Weisungsgeber. Ne? Also. Wir sind attacked by stalkers. Ja, in der Tat. Okay. Habe ich mal wieder mehr abgebissen, als ich kauen konnte. Oder wie das heißt. Ich dachte, es wäre einer und es waren drei. Oh, nette Waffe. Okay, Stalker, ja, du darfst deinen Arm bandagieren. Ich bin ja nicht so. Okay, also coolen Kram finden wir. Das ist ein Helm, der ist slightly better als der, aber nur slightly. Und dafür müssten wir ihn komplett herrichten. Das können wir vergessen. Okay, welche von den... Da ist alles ziemlich kaputt. Ja, dann können wir das Ding disassemblen. Ah, immerhin. So, ich muss mich dann aber, wenn ich mich verkleiden will für die Merc-Base, wahrscheinlich auch ziemlich gut verkleiden, weil die werden mich ja hassen wie die Pest, wenn ich Squads dezimiere. Ich meine, freundlicherweise lasse ich sie immer früher vorher Zielübungen auf an mir durchführen, aber danach dezimiere ich sie üblicherweise. Wir können ruhig noch einen kleinen Stash an Bolzen anlegen. Die werde ich ja häufiger mal verballern. Solange wir noch keinen perfekten, also nicht den besten Detektor haben, werde ich ja häufiger, Bolzen viel häufiger verwenden müssen. Auch nur Medium, aber das ist ein neuer. Den gucken wir uns dann mal an. Den Bolzen nehmen wir mit. Okay. Ja, das war doch aufregender als gedacht. Aua, aua, aua. Aua, aua, aua. Dann gehen wir da jetzt mal weit wund, humpeln der Natur zurück und gucken uns währenddessen mal an, was wir hier Schönes haben. Ja, es würde mich ja mal interessieren, ob die Scar Age BAS besser ist als die Scar Age. Also es ist auf jeden Fall eine Scar Age und das ist schon mal gut. All für Pikeniva, ja, das sagt mir nichts für Pikeniva Weaver, egal. Also sagen wir mal, Hip. Ich nehme an, Asok-Ding wird draufpassen. Ja. Okay. Ist eine Option für später. Was ist das hier? M4 Tactical. Okay, da ist irgendwas draufgeschraubt hier vorne. Mit einem QR-Code, jetzt ehrlich. Okay, whatever. Ja, also ich meine, M4 haben wir ja schon häufiger gesehen. Diese ganze AR-Ecke, die sind ja alle ziemlich ähnlich. Familie.
Aber es ist auf jeden Fall eine Option für 556er. Muni. So, ich habe, glaube ich, schon lange nicht mehr gespeichert. So, jetzt habe ich auch, glaube ich, meinen Vorrat an Muni mal wieder gleich halbiert, ne? Mit meinem durch die Gegend gepresche. Ne, es geht noch. So, ah ja, ihr prügelt euch. Das ist gut. Haben sich Duty und Freedom gefunden? Das wollen wir doch gleich mal überprüfen. Sieht nicht so aus. Der Duty-Kollege steht ja noch rum und ich sehe keine Freedom-Leichen. Ja, ja, ich bin's nur. Wahrscheinlich schießen sie auf irgendwelche Zombies oder sowas. Militärs, whatever. Okay, ja, dann mal gucken, was hier los ist. Neugieriger Stalker, der wir sind. Kid Pseudodog. Ja, ja, ich vergesse das Ding nicht. Habt ihr hier einen Pseudodog gekillt? Okay, kommst nach getaner Arbeit zurück. Okay. Gelootet hast du ihn auch schon. Aber die hier doch sicher nicht. Hallo. So, das ist ein... Oh, okay. Oh shit. Aber da war noch eine Leiten. Hip, hip, komm mal her. Komm mal ganz schnell 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 her. Komm mal ganz schnell. Komm mal ganz schnell. Du sollst nicht an mir. So, 2-1. Das da. Das da. Dann geh mal kurz Deckung suchen. Ich guck mal, hier war noch eine. Okay, das war nur ein Hund. Okay, gut, brauchen wir nicht. Dann gehen wir jetzt Deckung suchen. Hier ist Deckung, oder? Nee, Deckung ist da. Ja, ja. Hier an die schön warme Gebäude. So, Hip, komm mal her. Hip, bist du da? Gut. Hip, bleib mal hier. Okay. Hip, ich hab gesagt, du sagst... Nein, 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 nein. Ignore Combat. Und komm nach hier. Du sollst nach hier kommen, Hip. Ich meine, es ist hochinteressant, dass die da schießen, aber das... Das geht... Das... Möchten lieber dastehen. Gut. Das wird sonst nichts. So, wir wollen mal gucken. Wir müssen hier mal irgendwas sauber machen. Geht noch, geht noch, geht noch. Gott, die schießen uns das Ding aber auch kaputt. Also wir müssen jetzt... Ja, wir müssen dann gleich mal rüber und... und den neuen Kleber kaufen. Kurz. Okay.
So, das ist ja alles ziemlich laut hier. Können wir das? Wow, die ist ja auch komplett im Eimer. Wie kommt das Ding auf 13%, wenn alle Einzelteile völlig hin sind? Ja, hochinteressant. Weil das eine mit dem anderen nicht. Na doch, ein bisschen was zu tun hat. Keine Ahnung. Okay. Ja, da fängt der Morgen ja gut an. Und irgendwer könnte auch mal den Ofen ausschalten da. Da ist eine Lautstärke. Achso, das PDA, das wir gefunden hatten beim letzten Mal, das habe ich schon auseinandergeschraubt. Da war eine Stash-Location drin und habe nicht mal geguckt, wo. Da? Vielleicht die? Vielleicht irgendeine andere. Der City, ja, das machen wir, wenn wir soweit sind. Oh, gucke an! Wir haben im äußersten Norden von Jupiter eine. Nee, von Saturn. Oh klar, da haben wir einen Stash, ne? Das ergibt Sinn. So, ist alles gut. Hip, du darfst wieder rumballern und mitkommen. So, vorsichtig ins Feuer laufen. So, jetzt machen wir nichts anderes. Als nur mal kurz Kleber holen, weil also das ist meine Rüstung, die fällt mir ja nur buchstäblich am Körper auseinander. Ich meine, unterstützt durch das automatische Feuer, also wir werden ja beschossen und die Kugeln, die da durchjagen, das ist, ich weiß, das hält auf Dauer keine Rüstung aus. Und, ne, aber trotzdem, die will doch mal reparieren hier, das kann doch nicht bleiben. Und das ist das angrenzende Level, da haben wir eh noch einen Auftrag abzugeben. Sollten das nicht sogar noch zwei sein? Hatten wir nicht auch noch irgendwas für den Kernel? Weiß ja nicht mehr. Für Petrenko? Ja. Und Capture? Ja, es sind zwei. Und Kill Destroyer sind sogar drei. Und Defend Roster? Sind sogar vier. Ja, wir gehen hier hin, weil wir so viele Quests erfüllt haben. So, und ich höre Doggos. Got them! Ich glaub das nicht. Der lebt immer noch. Hip kriegt ihn auch nicht tot. Der ist absolut unverwundbar. So, und Zone, was war das mit dem Licht gerade? So, und ich habe keine. Okay, ich habe keine Bandages. Ach, die Welt ist so unfair. Okay, ich glaube, wir müssen uns gleich mal zum Arzt begeben. Wir müssen wirklich zum Arzt. Das ist nicht zu glauben. Dieser eine blöde Köter. Und das war nur ein publiker Blind Dog. Ich meine, wenn es kein Blind Dog gewesen wäre, wenn es ein Pseudodog gewesen wäre, dann hätten wir nur einen Biss abgehalten. Aber ausgehalten. Aber trotzdem, das ist das Drecksding. So, ich hasse diese Hunde im Nahkampf. Das ist so furchtbar, die zu treffen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es in BAS auch jetzt richtig große Langwaffen gibt. Also lange, lange, lange Hieb- und Stichwaffen. Vielleicht sollte ich sowas mir dann mal zulegen, dass ich dann vielleicht damit besser im Nahkampf gegen die agieren kann. Weil
Also mit einer Shotgun treffe ich die einfach nicht. Das haben wir ja nun, das habe ich ja nur bewiesen. So, kommen wir da. Komm ich noch an? So, nicht Stalker. Okay, das wird. Die Koffeintabletten werden ja sicherlich auf das, was uns der Doktor gibt, keinen negativen Einfluss haben. Ich glaube, wir müssen das trinken. Ja, Stalk, ach nur dieses Geröchel. Das bist du noch voll am Leben. Du hast doch bestimmt 20% Health. So, Hip, warte hier mal. Ich muss mal kurz mich hier freimachen. Hi, I need medical assistance. Oh, come right over. I can treat all your injuries. Still, I could flush out all that glowing shit out of your nether treatment. Heal my wounds, reicht völlig. Oh, danke schön. Was hast du mir gegeben? Ich sehe ja doppelt. aber fühlt sich gut an. Hast du mehr davon? Ja, okay. Gut, danke. So, Hip Baby. Naja, okay, ganz so high on drugs sind wir nicht. So, wir wollten Drogen kaufen, würde ich sagen. Nein, wir wollten Kleber kaufen. Den wir nicht zum Schnüffeln benutzen wollen, den wollen wir tatsächlich zum Kleben benutzen. Job is done. Thank you. Job is done. Thank you. Is there any work you want done? Pseudogen Eye haben wir nicht. Freedom in Army Versus? No. Okay. You want to buy some equipment? Nicht wirklich. Da kannst du erstmal nur hier stehen bleiben. Jetzt nochmal kurz zu Barkeep. Und geben die beiden Aufträge ab. Und dann kaufen wir den Kleber, den ich schon fast wieder vergessen hätte. Job is done. Thank you. Job is done. Thank you. Any work? Lobster, nee, aber habe ich schon mal gehabt, aber habe ich schon länger nicht mehr. Anything else? Ja, ich bin gerade in der Stimmung für die Viecher. Any other Kram? Anything else? Chimera haben wir mit Sicherheit nicht. Okay. Hast du Wasser? Nee, eins reicht. Ach, und Bandages sollte ich mal kaufen. Bandages. Obwohl, die habe ich. Ich habe da noch Bandages. Die muss ich einfach in den Stash getan haben, ich Idiot. Als ich alles einfach rübergeschoben habe. So, dann machen wir das ohne Bandages. Das ist ja kein Problem für uns, ne? Das haben wir ja gesehen. Da haben wir ja voll im Griff. So, und wahrscheinlich sind die eh schon tot, bevor wir da ankommen. So, und ich nehme an, das Hundchen hat jetzt meinen Anzug. God damn it! Ja, ich mach das mal hier, ne? Okay, er hat nicht mein Duty zerrissen. Ich hatte gehofft. Ich hatte befürchtet, dass es hier Tote unter den Soldiers gegeben hätte. Das wäre ganz furchtbar gewesen. Da hätten wir eventuell noch was looten. Also dann hätten wir ja, da hätten wir uns ja Sorgen gemacht. Gut, das war auch der Auftrag, ne? Nein, M. Jo. Easy peasy, war hier zufällig. Wo hast du denn die Stash? Wo sind denn die Stashes aufgepoppt, die wir gekriegt haben? Das ist meiner. Den hatten wir schon. Wo habt ihr die Stashes hingepoppt?
alle nach Agroprom, so wie es aussieht. Da waren auch schon zwei. Oh, und Cordon sind wieder welche. Ach, dann ja nochmal. Okay. Safe in Pipe, das ist. Okay, das ist woanders. Oh, Darkscape. Ja, stimmt, ich wollte ja. Stimmt, deswegen wollte ich ja nach Darkscape. Truck Cemetery haben wir was. Habt ihr wieder irgendwas nach Norden gepackt? Natürlich in die Outskirts zwei Stück. Warum denn nicht? Können wir ja einfach mal so hin. Na, vielleicht welche nach Generators? Nee, soweit geht's dann doch nicht. Gut. Okay, Kleber kaufen. Komm her. Ну, здорово. Солдаты, блин, тоже. Человек. Justin, thank you. Жив ещё. Peace. Ну, отлично. Привет. Hallo zurück. Want to buy some equipment. Und zwar das hier. Alles, was du hast. Vergessen? Gott. Keine Quests, wie aufregend. Und vielleicht, wenn wir ein bisschen Glück haben, können wir. Nee, ich glaube nicht. Können wir das Camelback bauen? Müssen wir mal gucken, was in den gelooteten. Weil, wenn ich jetzt die. Wahrscheinlich die Merc-Suits, die wir haben, nicht verwende, dann können wir gucken, vielleicht haben die. Die interessanten Einzelteile, die uns helfen. Für das Camelback-Ding. Das unsere Stamina. Zurückbringt. Oder die Stamina Recovery erhöht. Weil wir haben ja noch keinen Zugriff auf Artefakte, die das machen. Und selbst wenn wir Zugriff auf die Artefakte hätten, die das machen, haben wir noch keine Möglichkeit, sie auch tatsächlich einzusetzen, weil wir die Container nicht haben. Und die werden wir noch eine Weile, da werden wir noch eine Weile für brauchen, bis wir genug Einzelteile haben, um die zu bauen. Und solange ich sie bauen kann, und ist nicht total unreasonable und illusorisch und was auch immer ist, es zu tun, will ich darauf verzichten, den Kram einfach zu kaufen. Ich habe keine Tab. Wow.
Das war das Item, was Hip hatte, glaube ich. Das, dieses unsichtbare Ding. Ja. Hip, hast du irgendwie Ignore Combat? Nee, hast du nicht. Warum? Das ist aber noch sehr schläfrig heute. Es ist schon 10 Uhr, Madame. Naja, weiß mal bei Freedom, das merkt man. Oh, guck mal, was wir hier finden. Das wird wahrscheinlich irgendeine Art von Medpack gewesen sein. Keine Ahnung. Ich meine, es war irgendwas, was nicht... Also was entweder, wo das Icon gefehlt hat, wegen irgendeines Glitches, weil normalerweise sind eigentlich, müssten eigentlich alle da sein. Ich meine, ich habe zwar ein Icon-Pack installiert und das modifiziert, damit man die Zahlen hier überlesen kann, was ich schon berichtet habe. Er hatte... Da unten bei der Shotgun-Ammo. Aber ich habe keine entfernt. Also wenn etwa ein Icon fehlt, dann fehlt es in dem Icon-Pack einfach. Und ich meine, es könnte so ein... Ich meine, wir können mal eine Sache checken. Bei dem Arzt. Es gibt ja so eine so ein Medkit in Taschenform. Nicht so eine Klappbox, sondern so eine richtige Tasche. Medical Supplies. Ja, da sind die Icons da. Das Ding meine ich. Und ist hier irgendwas? Nope, alles da. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Icon war. Ich habe es ja sozusagen benutzt, dann haben wir etwas gemacht. Das klang so, als hätten wir den Rucksack aufgemacht. Very strange. Ich bin mir ziemlich sicher, das wird das gewesen sein, was Hip bei sich hatte, nachdem wir ihr ein Medkit gegeben haben. Ich hoffe, ich hab jetzt nicht ihre Möglichkeit, sich zu heilen, irgendwie ausgeschaltet dadurch. Glaub nicht. Okay, was können wir denn eigentlich mal noch hier? So, jetzt erstmal, wo habe ich meine Bandages? Habe ich hier gelassen, oder? Oder willst du mir sagen, Spiel, dass ich einfach keine Bandages mehr habe? Ich habe keine Bandages mehr. Wow. Okay, wir müssen tatsächlich Bandages kaufen. Das ist selten. Aber gut, ne, das habe ich davon. Hier rein. Auch erstmal rein. Going right for Crystal? Weh sie nicht. Außerdem kann ich ja eh nicht zurückfunken. Camelback. Ja, da wollen wir mal gucken, was wir dafür brauchen. Speichern. Wir brauchen PBI. Also Moment, wir brauchen Grade B Pulley. Okay, und das haben wir. Grade A, wir brauchen Grade B. Das brauchen wir. Davon brauchen wir 4, da haben wir 4.
viermal Metallic Scrap. Dann kann ich das nämlich schon mal in den Stash da tun bei, bei Butchers. Metallic 1, 2, 3. Einer zu viel. Dann brauchen wir dreimal Polyethylene Lightweight Armor Plates. Die haben wir, glaube ich, nicht, oder? Poly Fiber Layers. Fiber Layers. Wir brauchen Armor Plates. Poly... nee, das ist Improvised. Das sind andere. Die brauchen wir für das Improved Camelback. Aber so weit sind wir noch nicht. Die hier brauchen wir. Davon brauchen wir drei. Ah, shit, wir haben nur zwei. Na gut, aber immerhin. Und dann brauchen wir noch PBA Blended Fabrics. Oder war das das? Nee. PBA Blended Fabrics. Hätte schwören können, das habe ich schon mal gesehen irgendwo. Aber da können wir einfach mal gucken, ob das vielleicht auch noch in dem einen oder anderen Dings drin ist. Ich weiß jetzt dummerweise nicht, wie das Teil aussieht. Okay, das sind Fabric. Okay, das ist das sowas vielleicht. Sowas hier? Nee, das sind okay. Das ist auf jeden Fall Fabrics. Das sind auch Fabrics. Okay. Die ja, PBA Blended Fabrics. Davon haben wir eins. Okay, davon brauchen wir drei. Okay, naja, wir sind nicht mehr so weit weg. So, jetzt gucken wir mal, ob das in den Anzügen drin ist. Wir brauchen. Okay, das Lightweight-Gedöns, das wäre hier drin. Hier wäre das Plating, brauchen wir nicht. Hier ist das sind Kevlar Plates, ne? Das brauchen wir auch nicht. Also ein Lightweight-Ding würden wir kriegen. Vielleicht. Okay. Wollen wir mal gucken. Ich meine, wir wollen ja jetzt eh das Ding erstmal retten. Also können wir das Ding noch ruhig kaputt machen. Ja, wo war es drin? Hier. Och, das ist ärgerlich, da bin ich auf die neue Ladentaste gekommen. Jetzt, muss ich, jetzt kann ich es nochmal probieren und vielleicht haben wir mehr Glück. Hier war das nicht drin, ne? Oh, jetzt bin ich auf die Save-Taste gekommen. Das ist so ein Glück. Okay, das Ding hätten wir. Dann fehlt uns... Da fehlen uns noch zwei von und da fehlt uns noch eins von. Okay. Bleib mal hier. Dann können wir das für das Camelback-Ding schon mal zurücklegen. Und uns dann jetzt mal um unseren... Anzug kümmern. Dazu brauchen wir Hip. Er ist der halbe Tag schon wieder rum, bevor wir losmarschieren. Aber ich glaube, dass wir, ich hoffe, dass wir für Darkscape nicht den ganzen Tag brauchen. Nee, die habe ich da schon alles weggenommen. Wir brauchen ein. Das haben wir. Dann muss ich mal meine Liste gucken. Wir brauchen ein Medium Armor Kit.
Kleber haben wir, Field Armor haben wir. Haben wir. Okay, damit müssten wir das haben. Gut. Okay. Achso, da brauche ich noch die Teile, die ich austauschen will. So, wir wollen austauschen. Cloth. Das. Das ist schlecht, das wir haben. Mal gucken, vielleicht brauchen wir das nicht. Vielleicht kommen wir auch ohne über 50. Die können wir noch für andere Sachen gebrauchen. Von denen wusste ich jetzt nicht, wofür wir die brauchen. Kommen wir über 59. Ja, dann nehmen wir noch eine Ladung davon. Ja, machen wir so. Okay. Come on. So. Jetzt wollen wir das verwenden mit. Echt? Mit den Hämmern? Okay, gut. Habe ich hier hoffentlich noch welche? Jetzt sind wir gut genug, dass wir mit einem Nähzeug arbeiten können. 76, da müsste das Advanced Kit reichen. Oder brauchen wir noch das Heavy? Wo ist was? 65, 75. Da benutzen wir mit am besten eine Stoffmaske. Habe ich eine Stoffmaske über? Wahrscheinlich nicht. Die werde ich alle auseinandergeschraubt haben. Ja, aber wir haben das. Wenn wir Glück haben, würfeln wir so, dass es 90 wird. Das wäre super. Dann können wir nämlich noch den billigen Kleber benutzen. Komm mal. Sind es 90 geworden? Nee. Okay, müssen wir. Ich meine, wir können auch. Da können wir nur mit Teilen. Das können wir nur für Teile benutzen. Ja. Ehrlich gesagt nicht, was ich dafür benutzen kann. Eins von den beiden, glaube ich. Also. Use. Was?
Plus. Auch nicht? Was? 80%. 89. All Outfits und Headgear Sets. Okay, ist das spinnt das Spiel schon wieder? Gucken wir mal. Ja, Spiel hat wieder gesponnen. Okay, aber wir wissen ja inzwischen, wie wir es umgehen können. Okay, dann nehmen wir... Gut, da ist unsere Rüstung wieder hergestellt und dann können wir jetzt auch einfach mal los. Weil das Camelback-Ding, da fehlt uns noch ein bisschen was. Wir können ja so ein 85, das können wir ja dabei behalten. Das lassen wir hier, das lassen wir hier, das lassen wir hier. Okay. Ich benutze echt meine Ressourcen auf. Also das ist was zu essen, haben wir noch. Tränke haben wir auch noch. Wie viel Elektronikschrott haben wir? Bei weitem noch nicht genug. Okay. Du hast nichts mehr, ne? Nope. Rucksack für Stashes haben wir nicht. Gut, können wir speichern. Dann lassen wir das Fleisch hier. Lassen wir auch nicht rumschleppen. Bandages wollte ich noch kaufen. Weil ich keine mehr habe. Unfassbar. Quatsch. Medical Supplies. Bandages. Gibt schon wieder eine Mission? Ja, gut. Ich denke, ins nächste Level kommen wir noch. Wo wollen wir denn? Nach Darkscape wollen wir am besten von Dark Valley aus. Gucken, ob wir den Stash geholt kriegen in der Zeit. Ich glaube nicht, dass wir das schaffen. Okay. Hurt dich. Ich habe auch keine Energy Drinks mehr.
Okay. Meine Güte, das ist aber ein Stress heute. Genau, bleib mal bitte hier stehen. Du sollst... Einer von euch vielleicht ein bisschen Handel treiben, während wir warten? Nicht? Okay. Oh, was ist denn damit passiert? God damn it. Hilft ja nix. Es war das blinde Geballer auf den Hund, glaube ich. Auf den blinden Hund. Das blinde Geballer auf den blinden Hund. To Dead City? Nope. Du bist im Moment south of the Freedom Base. Das glaube ich nicht. Du bist dann tot. Du bist wahrscheinlich in der Freedom Base. Aber... Ja, yeah, ich weiß, die sterben nicht. Oder nicht immer. So, du bist immer noch... Mission complete. Okay, what's up? How's the look and tell? Keep that in mind. Lead me somewhere. Okay, das ist relativ gute Preise. Gut. Hey, Stalker, чем пожаловал? Habe ich eigentlich schon mit Lukas geredet? Überhaupt, um mal zu sagen, wer ich bin und so? Dass ich jetzt hier dauerhaft einziehe und so? Ich glaube nicht. Anything else? Northeast of the Moving Fireball, das ist die Bandit Base. Was macht da der Military da? Okay, anything else? Limansk, nein, nein, nein. Military Faction Patch habe ich auch nicht. No, can't hand me auch nicht mit aus. Duty in Garbage. Okay, du hast eine ganze Menge Aufträge, aber okay, peace. Ne, hab schon mal mit dir geredet, gut. So, wir können jetzt aber los nach Darkscape. Jetzt haben wir ja hoffentlich kein für eine Weile Ruhe mit Emissions. Das überhaupt. Hybrid Armored Suit. Okay, kann das mal hier bleiben. Okay, so, jetzt aber. Darkscape, wir kommen hin. Leicht verspätet. Ah ja, dieses Camelback-Ding wäre schon ganz gut.
Спокойно. Чем могу? Anything to sell? No. Anything work done? Trucker, cleaning solvent, mal 3, no. Witzigerweise sagen sie ja nicht, wie viel sie einem dafür geben. Es kann durchaus, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass wir, ich weiß nicht, inwieweit das zufällig ist, dass man ihnen das gibt und wir mehr dafür, und wir weniger dafür kriegen. Und wir weniger dafür kriegen, als wenn wir es kaufen würden. Okay, und die Hälfte der Bolzen kann ich dann auch mal bei Hip lassen. Kommen wir am besten, ja, kommen wir von Dark Valley aus und gehen nach, oder machen wir es diesmal andersrum? Ja, wir machen es diesmal andersrum, wir kommen von Süden und gehen nach Norden. Was ist denn besser? Und wo sollten wir das Zeug finden in Darkscape? Northeast. Ja, das machen wir besser zum Schluss. Damit wir nicht so voll beladen sind. Oder wir machen es zuerst und gehen dann nach Süden raus. Ich hoffe, ich habe Durst. Oder ist er ein Psi? Ne, ich habe Durst, oder? Werde einen kurzen Durst bekommen. Wenn wir von Norden kommen, ja, weil dann können wir, wenn wir rauskommen, müssen wir uns den nicht noch durch Dark Valley ballern. Nein, ist es egal. Haben wir hier? Ja, hier haben wir noch Stashes. Hier können wir. Ja, dann machen wir das. Machen wir das von Corden aus. Dann wieder zurück nach Corden, ne? Gut. Stalker, es regnet. Wieso hast du jetzt Durst? Mach den Mund auf und... Ich weiß. Okay, vielleicht hast du ja noch was. Ne, komm, Stalker. Stalker. Na, so, so. Runter und nach vorne. Genau, ist auch gar nicht so schwierig. Er ist im dritten Versuch funktioniert, aber so schwierig ist das nicht. So. Spacko. Guten Tag. Ja, ja, ich bin's nur. Anything else? Freedom, I guess? No, okay.
habe keine. Wir können dann auch mal beim Stash gucken, ob ich da eventuell meine Bandages irgendwo gelassen habe oder meine. Vielleicht noch der einen oder anderen Energy Drink mitnehmen oder so. Hip, findest du den Weg? Ich glaube ja. Hip ist schon groß, die findet den Weg. Gott, sieht das gut aus. Okay, haben wir eigentlich irgendeine Art von Protection gegen... Nee, ne? Oh, das Ding hat sogar Psychic Resistance. Gar nicht schlecht. Dann haben wir sogar ein bisschen Psychic Resistance. Oh ja, wir haben sogar gar nicht schlecht. Wir könnten sogar einen Controller einen Grab überleben. Das Problem wird wieder sein, dass ich ihn nicht sehe, aber dafür haben wir ja Hip, die uns dann eventuell durch draufschießen anzeigt, wo das Ding ist. Так, или пушку убери, или дуй отсюда. А, shit, hast du schneller. Herzlichen Glückwunsch. Ja, ja. Что, не можешь со стволом расстаться? Willst du mir den Kram, den du gerade gestohlen hast, vielleicht verkaufen? 2000 ist gar nicht viel. Aber war schneller als ich. Weil du hast sie ja auch gekillt. Fenster C-Suit, den können wir auseinanderschrauben. Davon haben wir schon eine. Die können wir also auch auseinanderschrauben. Ist das Ding sogar? Okay, dann kann das jetzt hier bleiben. Was zur Hölle ist das? Oh, der gute Wodka. Mhm. So, hier sind meine Bandages. Und hier sind auch meine Tabletten. Da ist ja alles, hat sich angefunden. Brauchen wir das? Das wollte ich mitnehmen für den Fall der Fälle, dass da irgendjemand ist, dem ich das geben will. Okay. Obwohl, ich meine, wenn ich schon hier bin, kann ich ja auch mit allen anderen reden. Die mit mir reden wollen. Aggressiv, die kleinen Biester. Ah, wenn ich dran gedacht hätte, dass ich hier durchkomme, dann hätte ich den Kram aus Army Warehouses mitnehmen können, hätten wir bei Butcher lassen können, egal. Wird auch nochmal passieren.
Hier sind eine ganze Menge Viecher. Ja, kaum ist man hier mal nicht ständig präsent. Als würden sie aus dem... aus der blanken Luft spawnen, diese Dinger. Mein Gott, das ist ja unwirklich hier. Sind wir noch keiner? Agroprom haben wir auch noch auf der Liste. Aber wir machen jetzt erstmal DAX. Oh, fuck you! Ah. Okay, was haben wir hier? Das konnten wir auch schon mal irgendwo kaufen. Das sieht ganz interessant aus. DS Arms ist vor allem ziemlich lang. DS Arms SA 58 AOS Austrian Style BAS. Growls right off the tongue. Ich habe hier was für dich. Ehrlich gesagt. Okay. 43 Megahertz. Okay, dann gucken wir jetzt mal kurz zur Farm. Ich wollte eigentlich vorhin checken, wie der Anzug. Okay, hält noch. Ich meine, wenn man nicht frontal beschossen wird und von irgendwelchen großen Hunden besprungen, dann hält der wahrscheinlich auch eine Weile. Oh, noch niemand mehr.
können wir hier lassen. Kann ich noch irgendwas bei euch kaufen? Ja, vielleicht ein bisschen Kleber. Eine oder andere Kleinigkeit. Einen möglichen kleinen Kram. Habe ich noch Wasser? Wasser habe ich noch. Haben wir was zu essen? Hip hat noch was zu essen dabei. Okay, passt schon. So, Darkscape war der untere Eingang. Ne? Der ist keiner da. Müssen wir. Okay, da müssen wir noch da. Obwohl, hier war doch noch ein Stash irgendwo. Da unten. Zwei. Okay, gut. Hip, kommen Sie mit. Hier war. Da, ja. Ich dachte, dass Hip da mitschießt, aber nee, Hip macht einen schönen Spaziergang. Okay. So, jetzt können wir natürlich schon mal wieder unser. Nee, geht noch. Okay. Die hatten wir schon ein paar Mal. Nein, nie mehr, Mann. Aber ich meine, ich muss auch immer Ärger suchen, ne? Ich meine, zwingt mich ja keiner, die da, auf die da zu schießen. Und sie sind häufig zu zweit. Okay. Nee. Wow. Ein Haps. Aber der hatte schon ein paar Kugeln drin. Ah. Fuck it. Na gut. Das kommt davon. Oh. West of the Rookie Village names Xenia Handicap. Okay. Das speichern wir mal. Das, dich nehmen wir mit. Dann gehen wir doch über Dark Valley.
Was? Der ist tot, Hip. Der ist wirklich tot. Kannst du mir glauben. Was da alles ist, das gucken wir uns gleich an. Okay. Communication Log. Log. Okay. Müsste das nicht eigentlich hier höher gehen? Ich weiß nicht, ob das damit angezeigt wird, aber gut, dann haben wir jetzt haben wir. Okay, ich meine, wir wissen ja jetzt, wo sie sind. Vielleicht hilft das was, aber da ich hier nicht sehen kann. Sie vielleicht auch einfach nicht gespawnt sind. Oh, du wechselst dann die Waffe. Das ist ja interessant. Okay. Okay, Spiel. Was ist jetzt los? Reiß dich. Okay, das Spiel spinnt gerade wieder. Okay. Ich glaube, ein paar Schüsse davon waren mir. Sollte es nicht eigentlich kein Friendly Fire mehr geben? You think you're going to bleed me out? Think again. What? Okay, wir sind gleich mal wieder. Vorher will ich die alle looten und dann müssen wir mal wieder Save und Reload machen. Der Spieler hat schon wieder seine Macke. Okay, ich
Kloppen machen nichts. Okay, trotzdem drehen wir uns. Okay, also. Save, reload. So, und wo warst du jetzt nochmal? Messages. West of the Rookie Village. Okay, vorher gucken wir hier noch rein und dann gehen wir West of the Rookie Village. Wir werden da, wenn das so weitergeht, wieder erst nachts durch Darkscape durch sein, was auch nicht besonders optimal ist. Haben wir Glück? Nein. Rookie Village. Da ist Rookie Village. Das wird, da ist nicht viel Platz. Kann man den Stash immer noch mal holen. In 5 Stunden wird es dunkel. Da will ich zumindest in Darkscape an der Brücke gewesen sein. Weil also den, ohne Night Vision nachts gegen den Controller haben wir ja genau keine Chance. Und ich glaube, der ist ein fester Spawn da. Der spawnt nicht erst irgendwann, der spawnt quasi immer da. Da ist auch was. Ja, das machen wir nochmal. Mal wieder, du weißt schon. Habe ich dir jetzt auch eine Mini gegeben? Die kann hier, die kann ich behalten. Irgendwas mit Handicapped. Du. Heard your message. Give me some details. 10 hours. North of the abandoned farm. Was können wir machen? Wo ist das Problem? Oh, ihr gehört zu ihm. Okay, ich wollte gerade sagen, wo kommt ihr denn her? Schon wieder ein Emission? Nein, nein, nein. Ich meine, ich muss so clever sein, ich muss fragen, ob da auf dem Weg vielleicht eine Hunter, eine Dings-Mission ist. Privet, Bro. Anybug. Das zum Beispiel. Das ist nämlich genau der Train-Tunnel, in den wir müssen, richtig? Ja. Okay, Katzen kann ich besser. Also zumindest aus der Entfernung. Weil da waren 3 Schuss, 3 Katzen. Oder 4 Schuss, 3 Katzen. Aber ich glaube, wir haben uns 4 oder 3. Egal. Das geht irgendwie besser. Oder eben ging es besser. Wahrscheinlich beim nächsten Mal wird es auch wieder nicht besser gehen. So, jetzt kriegt Tipp gleich wieder ein bisschen Katzen. Ja.
Aber ich meine, wir machen. Na, fantastisch. Ist da irgendwer, der da nicht sein sollte? Ah, okay, wenn du das sagst, glaube ich dir. Ich glaube, da ist niemand. Okay. Gut, 10 Stunden heißt quasi noch heute. Also wenn wir, da haben wir quasi fast den ganzen Tag Zeit. Okay, diesmal habe ich mich nicht so besonders gut angestellt, aber war ja auch gar nicht nötig. Ja, Katzen ohne Gras ist schon besser als Katzen im Gras und mit Gras. Also, ne, ihr wisst schon, was ich meine. Okay, die ist da in eine Anomalie gelaufen. Kommen wir da ran? Wahrscheinlich nicht. Große Schwester. Hier die große Schwester. Bleib stehen und lauf da nicht immer von mir weg. Warum machen das immer alle? Weil ich Stalker bin. Den Satz sollte man noch besser nicht aus dem Zusammenhang reißen. So, vor. Okay, hier ist jetzt mit. Kann ich hier mitten durch? Jetzt ganz ehrlich, wo sind denn, ist hier? Okay. Okay, ein bisschen Wasser können wir immer gebrauchen. Okay. So, meine Herrschaften. Ab in den Tunnel. So, und jetzt bitte kein Regen. Das wäre. Ne, es wird regnen, ne? Es wird crashen. Okay, das ist kein gutes Zeichen. Okay, alles gut. War nur ein zufälliger Crash. Ich bin ja immer ein bisschen paranoid bei Crashen, bei Level Transitions. Okay, wo zur Hölle sind wir? Wir sind überraschenderweise am Eingang. Wir wollen vom. Hier ist irgendwas und dann wollen wir. Okay, wir wollen los. Und immerhin hat sich das Wetter gebessert. Vielleicht war da auch dem Spiel das Wetter zu schlecht und es hat gesagt, nee, starte mich mal neu und mit neuem Wetter.
Ja, also mit dem. Okay, jetzt habe ich. Endlich habe ich ihn kaputt gekriegt, mein lieber Mann. Also, ich sage, also Hunde, ich bin nicht der Einzige. Auch meine KI-Kollegen haben Probleme mit Hunden. Aber schon schön mit der Maschinengewehr. Oder mit dem Sturmgewehr da unten und einfach automatisch Feuerstoß in das Vieh rein und dann ist gut. Ja, würde ich das auch machen, wenn ich das Geld für die Muni hätte. Und wenn die Händler so viel Muni hätten. Das ganze, die ganze. Wirtschaft würde hier sowieso zusammenbrechen, wenn die KI-Stalkers sich um ihre Muni wirklich selber kümmern müssten und nicht einfach unendlich viel zur Verfügung hätten, so wie die schießen. Die schießen ja immer alle automatisches Feuer, mit automatischem Feuer. Das ist ja zum Brüllen. Ich muss mich nicht um jeden Hund kümmern. Wir haben Wichtiges zu tun hier. Ach so, den Stash. Was habe ich gesagt? Was habe ich gesagt? Norden, ne? Nordosten, ja, okay. Gut, dann müssen wir erstmal hinkommen. Vom Prinzip wollen wir aber doch grob in die Richtung. Ich habe gerade wieder mal Norden und Süden verwechselt. Wir wollen... Köter. Weit genug weg. Also echt ein cooler Wald. Also nicht so ein dichter Wald wie, also so ein super dichter Wald wie ein wie Red Forest, aber also ein bisschen ungewöhnlicher Wald, wenn man es genau nimmt, aber halt mit schön großen Bäumen, nicht mit diesen, wo man sich auch anständig hinter verstecken kann. Okay, das sind eine Menge Zombies. Oh, fuck. Okay, wo ist der Controller?
Okay. Wir hatten übrigens so guten Schutz, dass wir nicht mal Schaden genommen haben von dem Controller, was ich interessant fand. Aber er ist nicht mehr... Ich meine, er ist vermutlich verantwortlich für die Zombies, aber er ist nicht mehr da. Also bringt die blöden Köter um. Ich kann mich jetzt auch noch um den Hund kümmern. Ist der Controller tot? Aber wer sollte ihn getötet haben? Ein Hund vielleicht, aber sehr unwahrscheinlich. Wahrscheinlich ist er einfach aus der Sichtweite gewandert. Aber auch das, warum sollte er das tun? Er hatte ja schon einmal Sichtkontakt mit mir, aber wohl... Ich meine... Wenn er nicht durch die Welt gefallen ist... Ja, also unsere Psi-Protection ist wirklich gut. So, und das, wo wir alles gut sehen konnten, das wird echt ein Spaß. So, haben wir irgendwas mit 80% für... Ne, du hast das Shotgun-Ding, ne? So, jetzt sollen wir erstmal zur Base da durchstoßen und dann mal hoffen, dass wir hier... Jetzt geht die Muni aus. Gehe ich in die richtige Richtung? Ja. Ich meine, vielleicht ist der... Controller dazu nah an die Base gekommen und die haben ihn gekillt. Oder das war einfach ein Glitch und der hat mich von der Brücke aus gesehen, was eigentlich nicht geht, weil die ist komplett woanders. Oder hier läuft noch einer rum und der ist einfach nur weggelaufen. Oder er ist aus irgendeinem Grund despawned oder irgendwie gestorben. Aber ich wüsste nicht... Ach du Gott. Ich wüsste nicht wo. Blattsacker brauche ich jetzt auch nicht. Okay. Ah, du bist...
Oh, du willst also, okay. Hier hätten wir also auch jemanden. Ich meine, dich werde ich wahrscheinlich... Ich meine, du hast vielleicht interessanten Kram. Also deswegen wäre es eventuell zu überlegen. Polymer, okay. Ну рассказывай давай. Oh, du bist okay, du bist der Händler, du hast eine Menge. Oh, du hast eine Menge Kram. Ich meine, die Loner mögen mich ja inzwischen auch. Okay. Ja, aber ich meine, theoretisch können wir dir was geben, aber das muss ich mir noch überlegen. Vielleicht will ich das irgendwann mal machen, um rauszukriegen, was du verkaufst. Aber zumindest haben wir dich jetzt hier drauf. Und jetzt gehen wir, wo wollen wir hin? Weiter nach Norden. Nicht zum Raufklettern? Okay. Ja, mal gucken, ob der Mystery Controller noch da ist. Weil, also wenn er irgendwo ist, da ist er da. Also da. Wir haben jetzt den Teil da durch übergelassen, aber da ist eh nichts. Ich meine, da sind ein paar... Könnte sein, dass da ein paar Stashes sind. Da trifft man ab und zu mal Leute, aber so richtig... Interessant ist es da nicht und wir wollen ja auch vor allem. Das ist ein bisschen diesig. Wir wollen ja vor allem. Ich sag ja, Katzen kann ich besser. Okay, meine Herrschaften, jetzt müssen wir ein bisschen auf der Hut sein. Und ihr mehr als ich, weil ihr mehr besser gucken könnt als ich. Ich kann zum Beispiel durch sowas hier nicht durchgucken. Ich sehe nicht. Also vielleicht ist er nicht da. Vielleicht hat er uns da komplett out of range angegriffen und ist danach despawned. Ne, wir sind noch nicht an der Brücke. Okay. Hinter der Kurve ist er häufig. Okay. Gebüsch. Okay.
Ist hier niemanden? Ja, weiß ich. Scheint nicht da zu sein. Oh, fuck. Wäre fast schief gegangen. Mit denen müsste er aber kämpfen. Ist nicht da. Also ich meine, es war ja ein Controller im Level, das haben wir ja am eigenen Leibe erfahren müssen, der dann allerdings verschwunden ist. Ich nehme mal an, das wird der Controller gewesen sein und der war irgendwie glitchy. Ich könnte mir sogar vorstellen, der war so glitchy, dass er mich eigentlich gar nicht hätte sehen können. Oder, also Sichtlinie hatte, aber viel zu weit weg war. Ich habe keine Ahnung. Ich vermute mal, der ist einfach aus der Welt geglitscht. War ja nicht auch noch so eine riesige... Nee, das war noch weiter vorne, ne? So eine riesige Wand von... Von Kisten, die man kaputt machen konnte? Ich meine, er musste sich direkt an der Brücke spawnen, deswegen der kann... Den können wir auch noch treffen, aber... Der verdammte Stash. Verdammter Mercenary. Ich meine, oh, na gut, vielleicht haben die den Controller gekillt, aber meine... Nee. Das wird doch nicht nur der eine gewesen sein.
Mal noch hin. Genau das hatte ich befürchtet. Gekillt, der haben wir gekillt. Okay, sind wir noch alle am Leben? Ja. So, ich meine, jetzt Zombies ist ja vielleicht der dazugehörige Kontrolleur. War doch 43, ne? 49. Oder? Ne, 43. Okay, ich glaube, wir müssen in die andere Richtung. Okay. War schon hier irgendwo.
Hm. Wird schwer zu finden. Jetzt wieder weniger. What the fuck? Ich sehe es einfach nicht. Okay, ich guck mal noch ein bisschen rum. Das ist eine frustrierende Angelegenheit. Sekunde. Okay, ging dann doch relativ schnell. Es war, ist hier. Seht ihr es? Ich sehe es nicht. Da. Wow. Das Ding war schwer zu sehen. Okay, dann haben wir es jetzt aber ein bisschen eilig. Das, was das ist, da können wir uns... Oh, fuck. Okay. Das war der zweite Mercenary wahrscheinlich. Exo-Helm, besserer Helm als wir haben. Einer der wenigen, die besser sind. Ich will Command, nimm mal das Ding, nimm mal das Ding. Okay. So, ich gehe in die falsche Richtung, ne? Ne, ist richtig, Richtung. So, ziemlich weit. Was hast du gesagt? Nordosten? Das war aber ziemlich weit. Ja, stimmt. Ist ein bisschen Nordosten. Ja, ist richtig. So, zum Glück haben wir keinen Controller getroffen. Müssen wir noch den die Gruppe da. Also ich habe diese. Ich muss an den Boxen vorbeigelaufen sein. Hier ist doch irgendwo so eine große. Ich weiß nicht mehr, wo das war. War das. Das kann auch hier gewesen sein. Oder hier? Nee, ich weiß nicht mehr. Ich glaube, irgendwo war so eine Wand aus Boxen. Oder bilde ich mir das ein? Oder kommt die. Ach Gott, das ist alles. Das ist ein Level, das ich nicht allzu gut kenne, wie wir wissen. Und wie ich gerade wieder unter Beweis stelle.
Die war auch, glaube ich, ein bisschen weg von der Straße, oder? Egal. Lass die Hunde in Ruhe. Drei verdammte Boss und ich hatte eine Sekunde vorher auf Ignore Call mitgeschaltet. Das war richtig gutes Timing. Okay, da ist noch jetzt was. Wow, das war knapp. Wir haben keinen Saft mehr in den Batterien. God damn it. Es ist aber aufregender und mehr als nötig. Das ist es. Und dafür war gar kein Controller nötig für den Stress. So, wo wollt ihr hin? Okay. Muni wird wieder etwas dünn. Wollen wir erstmal sicherstellen, dass hier keine Bandits sind? Oh, cool. Oder bist du einer von... Nope, hier sind Bandits. Gut. Loner, nicht Rookies. Loner, meinte ich. Das darf da nicht wahr sein. Du willst nach Darkscape, okay. Ja, schauen wir mal. Wie war der Name? Also erstmal, wo wolltet ihr hin? Da. Kommt her, ihr. Na, ich hab gesagt,
Follow me und ignore combat. Wieso seid ihr so... What the job. Here we are. Thank you. Anything to sell? Oh. Okay, das ist ganz schön teuer. Das ist auch ganz schön teuer. Okay. See you later. So, und einer von den Wookies, der will nach Darkscape. Ich meine, ich bin ja mal gespannt, wenn der direkt... Wo in Darkscape der hin will. Wer war das? War die Merc. Du bist das nicht. Einer von euch? Ja, du. Okay, gespeichert haben wir. Mal gucken, wo du hin warst. Der hört ja Message. Need some details. 8 hours west of the sawmill. Alright. Ich würde mal sagen, da machen wir Trick 17. Hier ist das Ding. Okay, da war sogar was drin. Okay. Heep! 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 Da kümmern wir uns gleich drum. Kürzen wir mal ab, obwohl durch Meadow abkürzen bringt nicht wirklich viel. Aber gut, schauen wir mal. Das will ich, da noch kurz hinbringen. Sah erst aus wie jemand, der da mit einer gezogenen Waffe steht, aber es war ein Rohr und ein Ventil. Okay. So, hier fehlt ein bisschen eine Level-Transition, die wäre cool, wenn es hier eine gäbe nach... Jawohl, die führt da hin, okay, dann müssen wir das bringen. Okay, so, wir brauchen die Level Transition da. Привет, брат. War hier nicht noch ein Stash? Egal. War auch keiner, gut. So, und von Corden gehen wir wieder nach Darkscape und dann gehen wir Darkscape kurz zur Sawmill. Also zu der Base da. Und dann nehmen wir jetzt eine ganz fiese Abkürzung, die, glaube ich, ihr nicht nehmen könnt, meine Freunde, aber ich. Ah, shit. Ja.
Guck mal, seid ihr auch rübergekommen. Wunderbar. So, jetzt müssen wir noch den einfach gerade runter. Können noch manchmal Blattsacker spawnen. Aber scheint noch nichts Neues gespawnt zu sein. Gut. Darkscape zum zweiten. Mal gucken, ob wir wieder von diesem Mystery Controller belästigt werden. Ja, langsam wird es auch Zeit für Night Vision. Kann das einmal anpacken. Vielleicht sparen wir dadurch Gewicht. Hidden Loot, Elektron, okay, das ist ein Artefakt und ja, noch nicht das alleraufregendste Zeug, aber ich meine, wir haben es geschenkt gekriegt, deswegen wollen wir der ganzen Sache mal nicht ins Maul schauen, so. Ein bisschen Muni. Kein Bugshot mehr. Wir müssen mal wieder Bugshot kaufen. So, aber erstmal müssen wir hier den richtigen Weg finden. Ja. Warum wurde das gerade hell? Einfach nur so? Oder ist ja wieder irgendein Mystery Controller? Der macht jetzt das. Bin jetzt aber auch paranoid hier. Schon wieder. Keine Ahnung, was das ist. Vielleicht irgendwie. Das sieht fast wie der Effekt aus, der Acid Anomaly, aber da ist ja keine. Das ist schon. Also im Red Forest bin ich jetzt so oft. Das meine ich. Keine Ahnung. Die Anomalie, dass die den Effekt hat. So, bin ich da schon dran vorbei? Ne, wir sind fast da.
Hier wankt ein Vieh. Job, here we are. Thank you. Okay, komm mit, wir gehen wieder zurück. Wie ist das hier? Hier ist zu viel los. Was der hier macht, geht uns nichts an. Der wird wahrscheinlich dann zur Sommel gehen, aber möchte nicht, dass wir wissen, dass er zur Sommel geht. Und deswegen hat er sich da 2 Meter davor raussetzen lassen. Ja, also was ich sagen wollte, durch Redforest sind wir inzwischen so oft gelaufen. Der hat ein bisschen seinen seinen Horror nicht verloren, aber seine dieser Horror, der aus der aus dem Neusein oder aus dem aus dem Unbekanntsein kommt. What? Okay. Eieiei. Okay, das war ganz schön. Definitiv zu nah an der Grenze. Oh. Ich dachte, das wären irgendwelche Loners. Aber ich weiß nicht, wieso ich das dachte. Weil die Musik gemacht haben. Und ich meine, Bandits werden da keine Musik machen. Was ich manchmal für einen Unsinn denke. Oh Gott. Na, das ist da. Oh, er hat an der Grenze und allem. Huiuiui. Ich wusste auch nicht, dass hier noch ein Lagerfeuer ist, aber gut. Ich kenne mich hier auch wirklich nie aus. Okay, wir brauchen. Okay, müssen wir das letzte auch noch benutzen. Jetzt geht's echt nicht gut. Mein lieber Mann, ey. Unter die Grenze gefallen. Shit. Oder warte mal, nee, wir haben was für 70, ne? Okay. Okay.
Okay, Infos über Black Spray und Radio-Ding. Guide. Black Spray Artefakt. Gut. So. Das war, meine Güte. Ich wollte gerade sagen, wie gruselig das hier alles ist, weil das neu für, also vergleichsweise neu für mich ist, verglichen mit dem, blute ich immer noch? Ich glaube, ich blute immer noch. Okay, so, dann kann ich da, glaube ich, noch anderen Kram andrehen. Können viel requesten. Okay, so. Okay. Ja, dann gehen wir jetzt. Wissen wir zumindest noch, dass hier noch ein verdammtes Campfire ist, wo manchmal Bandits rumhocken. Gott, die haben uns übel zugerichtet. Ich sollte auch wirklich mal in Stimpacks investieren. Wir haben inzwischen eins. Mal gucken, ob wir welche bauen können, wenn wir wieder zu Hause sind oder in irgendeiner Base sind, weil die deutlich schneller wirken. Und als Notfall, ich drücke schnell die Taste, sind die definitiv besser. Wir brauchen auch wieder Medkits. Dann müssen wir auch mal gucken. Die können wir, glaube ich, auch bauen. Ich glaube, wir haben die Zutaten dafür, haben wir. Aber ich glaube, wir haben kein Drug-Making-Kit, das wir dafür brauchen. Und das müssen wir in der Hand haben, wenn wir am Weiß sind und Drugs herstellen wollen, glaube ich. Ja. Na Gott, dann kaufen wir Medkits. Das ist ja etwas, was wir nicht unbedingt bauen müssen. Das, auch wenn man es theoretisch bauen kann, aber es ist sehr... Es ist eher selten, dass man die Ingredienzien zusammen hat. Also nur, weil wir zufällig dieses Zeug hier gefunden haben. Dass man aus irgendeinem Grund nicht kombinieren kann. Das üblicherweise findet man eher Medkits als die Zutaten dazu. Bin ich hier richtig? Ja. Also einfach nur ein Stück. Okay, das heißt es. Ja, also alles in allem war diese Darkscape-Tour sehr seltsam. Also der mysteriöse Controller, der plötzlich weg war. Oder nee, also der weg war. Dann diese wirklich unschönen, also der wirklich schlecht zu sehende oder gut versteckte, wie man auch will, AF-Treasure. Und ja, dieser Bandit-Überfall, den ich echt, das ist echt eine Weile, also man konnte quasi die Stalker, warum? What the? Okay, Spiel, reiß dich mal zusammen. Okay, wir haben hier gerade wieder irgendein Problem. Ich habe keine Ahnung was, aber das Spiel macht wieder Macken. Ja,
Ja, also, ne, man lernt daraus, Darkscape kann man ruhig auch. What? What? Was ist los? Ich... Was passiert hier? Meine Lampe geht nicht mehr, obwohl ich sie aufhabe. Wir haben irgendeine... Das Sorting ist kaputt. Okay, also... Und jetzt ist das Spiel gecrashed. Also das wundert mich nicht. Das war so seltsam jetzt hier am Ende. Dass da irgendwas nicht in Ordnung war, dass das... Ich hoffe, dass das durch einen Reload behoben ist. Sonst probieren wir es einfach mit Teleportation, wenn das anders nicht geht. War das nicht auch der, das war auch die Level-Transition, wo es, vor, als wir reingegangen sind, einmal abgestürzt ist. So, und das verstehe ich nicht. Wieso ist die Mission complete? Ist die Zeit abgelaufen? Ich meine, das kann ja wohl nicht... Wir haben kein Artefakt. Elektron, das haben wir nicht gesehen, wir haben das Moonlight gesucht. Okay, ja, das muss ich noch mal ein bisschen eruieren. Ich würde sagen, für heute lassen wir es dabei einfach bewenden. Ich werde danach jetzt noch, weiß ich nicht, zur Farm gehen oder, ja, wahrscheinlich zur Farm oder zum Village und mal gucken. Aber das scheint ja irgendwie, ich weiß nicht, was das gewesen sein kann. Ja, und dann schauen wir mal, was hier passiert ist. Beim nächsten Mal machen wir auf jeden Fall weiter mit mehr Anomaly. Und für heute soll das hinreichen. Tag ist ja eh fast zu Ende. Okay, also, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, da bin ich nochmal mit einem kleinen Nachtrag. Also ein Zurückgehen zu einem Safe in Darkscape und dann quasi das Auslassen dieser Level-Transition hat das Problem behoben. Ich habe mich direkt ins Village teleportiert. Bin dann noch rumgelaufen, bis es nach 10 Uhr war, wie es auch war, als wir die Level-Transition, also als der Auftrag plötzlich verschwand, als der erfolgt war. Das war irgendwie, ich dachte, dass es vielleicht mit der Uhrzeit zu tun hat, 22 Uhr, dass da irgendwie ein Zeitlimit abgelaufen wäre. Das war es offensichtlich nicht. Und ansonsten ist auch nichts schiefgegangen. Ich habe die Quest bei Fnatic abgegeben. Und bin dann schlafen gegangen und jetzt ist der neue Morgen und alles funktioniert. Und die Quest ist noch aktiv. Da stand ja auch nichts von einem Zeitlimit. Ich habe für Sid habe ich noch ein paar Bandit-Patches gegeben, die wollte er haben. Da habe ich vorbeigeguckt, und nur um zu gucken, ob das alles funktioniert. Und das funktioniert alles. Also ich habe keine Ahnung, was das war. Aber das war offensichtlich irgendein... Also es war kein Bug, weil es sich ja nicht in dem Sinne wiederholt hat. Aber es war irgendwie ein ziemlich... gut sich manifestierender Glitch, würde ich das mal nennen. Und wir haben es auf jeden Fall, es ist jetzt nicht passiert. Und wir haben jetzt einen neuen Morgen und beim nächsten Mal können wir dann hier weitermachen. Okay, wahrscheinlich in der Farm, da werde ich jetzt noch die Sachen hintragen. Obwohl, nee, wir machen hier weiter, hier haben wir noch Stashes. Wir machen hier beim nächsten Mal weiter, trinken schon mal einen Schluck. Und dann, ja, geht's beim nächsten Mal weiter, das wollte ich nur noch nachreichen. Also bis zum nächsten Mal, macht's gut, tschüss.